It's been a week since we took out that train. Our platoon's in the middle of Paris, working with the resistance. Rousseau and Crowley have a plan to sabotage the occupation, and that means striking at its heart. Using the documents we obtained from the train, Rousseau and I will pose as Nazi officers to infiltrate the garrison. This way, gentlemen. The garrison is run by SS and Polizeiführer Heinrich. And he couldn't find me. He came for my parents. And my husband. And finally, my son. Tonight, everything we've lost, everything we fought for, will mean something. Tonight, we take back our city. The garrison. Our contact there will supply us with explosives. And when we blow the gates, that'll be your signal to approach. We're counting on you. All right, boys. Let's get ready. These crowds ain't gonna give up easy. I figure we can survive Pearson, we can survive anything. I fought alongside him with Kasserine. We should all be so brave. It won't be long now, mes amis. But first, we enter the wolves' den. See you there. One more checkpoint. Nazi thugs. We're going. Soon this nightmare will be over. If you're stopped, the cover story must be ironclad. Let's go for it again. You are Gerda Schneider, a military attaché. You were sent by Herr Spiegel and Foreign Intelligence to arrange for Heinrich's safe evacuation to Berlin. Take some time to review the dossier. This is our one chance. Recruiting our inside man came at a terrible price. You're to find him and exchange your briefcase with his. Hopefully, he's obtained the explosives we'll need to blow the gates. You worry too much, Major. That's my job. I'll meet you in front of the garrison when the operation is complete. Who sent you? Herr Spiegel. Good. Whatever happens, once you make the trade, you must maintain possession of the briefcase at all times. I've come this far. I'll be damn sure I'm going to finish it. Danke sehr. Fahren Sie weiter. Die Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Now remember, your contact's name is Fischer. He's wearing a grey officer's uniform. Tell me the passphrase. Berlin. Good luck. Ich komme gerade aus Berlin. Können Sie mir ein gutes Hotel empfehlen? Was gibt es? Die Straße entlang, wo alle Offiziere wohnen. Es ist eines der besseren Hotels in der Stadt. In der Tat. Unsicher. Die Franzosen, die dort arbeiten, wissen, was sich gehört. Ich wohne schon seit ein paar Wochen da und hatte noch keinerlei Probleme. Ausgesagt, Dieter.
Ich hatte befürchtet, es wäre schwierig, eine sichere Bleibe zu finden. Ja, leider machen die Zivilisten uns mehr Ärger, als wir erwartet haben. Wer hätte gedacht, dass die französischen Bauern hartnäckiger sind als ihre Soldaten? Mit der Zeit werden wir die Pariser schon klein kriegen. Guten Abend. Ihr könnt mir gerade ausfällen. Holen Sie mir ein gutes Hotel. Stadt hat seine mächtigen Überfälle verstärkt. Nein, noch nicht. Aber wir dürfen es auch nicht ignorieren. Verstärke besser alle wichtigen. Verzeihung. Ja, Fräulein, kann ich Ihnen helfen? Wir müssen so viele Widerstandsanführer erwischen wie möglich. Der Schlange den Kopf abschlagen, damit der Körper stirbt. Exakt. Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein, Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Keller Karten. Einen schönen Abend noch. Gleichfalls. Ich vermisse die Heimat. Ich musste nach oben helfen und meine Tasche holen. Sie muss ja neu sein. Krüger waren letzte Nacht auf Patrouille und sind nicht zurück. Tut mir leid, aber Sie haben das falsch ausgemacht. Der Keller ist zur Person ohne entsprechende Freigabe gesperrt. Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Ich habe Sie noch nie gesehen. Das Treppenhaus ist nur für autorisiertes Personal. Bleiben Sie stehen und zeigen Sie Ihre Papiere. Ich habe Sie um Ihre Papiere gebeten. Sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Sie müssen hier neu sein. Dieses Treppenhaus ist nur für Offiziere. Zu wem wollen Sie? Polizeiführer Heinrich. Der Wachmann in der Empfangshalle meinte, ich soll diese Treppen nehmen. Herr Heinrich muss befohlen haben, die Haupttreppe zu schließen. Gehen Sie. Verschwinden Sie! Das geht Sie nichts an! Ça suffit. Mais qu'est-ce que... Restez cachés. La résistance sera bientôt là. Vos camarades sont en chemin. Vive la résistance! Guten Abend. Sie sollten nicht hier unten sein. Die Jungs sind ungehobelt. Man sagte mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. Haben Sie ihn gesehen? Der Oberst ist gerade gegangen, um ein Treffen vorzubereiten. Er dürfte im ersten Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Aber ich kenne Gestapo-Verhöre. Warum? Gegen ihn wirkt die Gestapo wie ein Kindergarten. Das ist ein Scherz, oder? Ich bin sicher, dass er ihre narrativischen Spione mit diesen ganzen Geheimhaltern abschickt. Ich glaube, ich habe schon seit einer ganzen Woche. Ich kann das französische Essen nicht mehr sehen. Thank you.
Der Balkon ist zurzeit gesperrt. Stopp! Ich sagte doch, der Balkon ist gesperrt. Geben Sie mir Ihre Papiere. Ich habe sie hier, bei mir. Was haben Sie in der Aktentasche? Ich habe Reisedokumente dabei. Alles in Ordnung. Gehen Sie weiter. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Man sagte mir, ich könnte hier Oberst Fischer finden. Sie haben ihn gefunden. Ich bin Oberst Fischer. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie die Werke Valens gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier entlang, Fräulein. Are you ready to make the exchange? No, you're early. And I'm late for a meeting. I'll have the explosives in a case matching yours. We'll have to make the swap in the war room. Lead the way. No, they're watching me. Use your cover to get into Heinrich's office on the third floor. From there, you can cut across to the north wing and avoid the checkpoints. We shouldn't be seen together. Go now, and I'll meet you in the war room. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten, er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sicher. Vielen Dank. Danken mir Sie noch nicht, Fräulein Schneider. Oh, now, if you will indulge me. Perhaps we can converse in English, for as you know, I'm sure practice makes perfect. Bitte, nehmen Sie das Blatt. Have a seat. So, Herr Gruber sent you to arrange for my departure. I am flattered. It was Herr Kommandant Spiegel. Sehr gut. Very good. One cannot be too careful these days. You look so serious. Let us drink. To my return to the fatherland. The French deserve each other. But my God! I will miss the cuisine. Take the ortolan, that tiny, delicate songbird. Its eyes poked out so that it can gorge. And then it's drowned in cognac. It's ingenious. I'm not sure what I will miss more. Savoring the sweet flesh,
or watching it thrash to death. But there is one thing of which I am certain. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. Rousseau! A sauvé de nombreuses vies. Merci de votre collaboration. Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es fällt Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Ich glaube, man hat einen Spion entdeckt. Kontrollieren Sie das noch. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Ich glaube, jemand wurde umgebracht. Bereit für den Überfall heute Nacht? Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere. Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Ich komme zu spät zu seiner wichtigen Besprechung. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! You never disappoint. We've been compromised. The whole bloody place is on alert. They captured our contact. Tell me you made the switch. Yes, I have the explosives. Then we're staying on mission. We'll rendezvous in the courtyard after you plant the charges. Have to be quiet. Thank you. I'll be here if you run into trouble. Wer ist da draußen?
Just one more. Betreten des Gebäudes werden alle Papiere überprüft. Jawohl, ich informiere umgehend die Sicherheitskontrolle. Hand. Nice work! Let's head to the south gate and plant the last charge. Go plant the explosive, I'll cover you. Daniels. Something's wrong. We should go now. Hey, hold your fire to the gates. Get ready. All right, that's our signal. Daniels!
Dawson! Lieutenant! Ammo when you're ready, Private. Go, come on! Lob it a smoke grenade! I need more ammo, Lieutenant! It's here, Private! We have to take him out. Entdeckung, los, los! Yeah, take this. Rousseau, get a smoke in there. Clear the lobby and then sweep the building. Enemy reinforcements are coming. All right, do it. Ich kann nicht sehen. And secure the second floor. We'll clear out the rest down here. First aid kit ready when you are. I need that aid kit. On the floor, Fritz. Daniels, you gotta secure the enemy. Room clear. Gotta set up defenses. Germans will be here soon. We'll see them coming from here. If they get close, use the Molotov. The whole city's fighting back. We're almost there. They're throwing smoke down the street. Here they come. Daniels, aim for the driver. Everyone else, wait till they're in range. MGs, open fire! Keep them off that bridge. Making a push, use Molotov cocktail.
First aid kit ready when you are! Over here! Flying in! Lobbing a grenade! Outstanding work, boys. Outstanding. We did it. The ghost forces are entering the city. Looks like we might get that champagne and caviar after all. Hey, Daniels, you still think there's a young gal looking for a handsome GI? Sorry, buddy. That was just a boost of morale. Now he tells me. City of Lights. Finally. Something to celebrate, eh, Crowley? There's no turning back. France has reclaimed Paris. No, this ain't exactly over yet. The war's not done. Ah, come on, Pearson, let them have this. That's what Turner's for.